Diana, kannst du bitte mit meiner Frau sprechen oder mit meinem Mann, weil ich bin sicher, du könntest sie oder ihn gerade biegen. Solche Anfragen bekomme ich regelmäßig und ich sage dir drei Gründe, warum ich das nicht mache. Bevor ich dir jetzt erzähle, warum ich das nicht mache, noch nie gemacht habe, auch nie machen werde, voraussichtlich, klick hier auf das Herz, fülle es aus, weil ich hier regelmäßig mit dir wichtigen Inhalt teile zum Thema harmonische Beziehung unter Einbezug deiner geheilten Männlichkeit oder deiner geheilten Weiblichkeit. Erster Grund, warum ich das nie mache, ist folgender. Stell dir mal vor, du würdest einen Anruf bekommen von mir, weil dein Mann, deine Frau mit mir gesprochen hat, ohne vielleicht, dass du das sogar weißt, und ich würde dich anrufen. Wie würdest du da reagieren? Du wärst wahrscheinlich ziemlich sauer. Du fändest, hey, was ist das für eine? Wieso ruft die mich an? Du würdest es als Vertrauensbruch werten, mit höchster Wahrscheinlichkeit, wenn ich dich einfach kontaktieren würde. Und jetzt stell dir mal vor, wie es deinem Partner geht, wenn ich das bei dem machen würde. Das ist keine schöne Situation und ich, abgesehen davon, dass ich es nicht machen würde, würde der Haussegen bei dir ziemlich schief hängen. Der zweite Grund ist Coaching. Was ist Coaching? Coaching ist eine Kurzintervention, hat nichts mit einer Therapie zu tun und trotzdem könnte es natürlich sein, dass das jemand als sehr übergriffig wertet, wenn man sagt, hey, an sich, schau bei dir hin, du bist das Problem, du solltest das lösen. Das geht nicht. Das ist ein absoluter Widerspruch zu meiner Haltung als Coach, weil damit ein Coaching wirklich gut ist, damit es funktioniert, damit mein Gegenüber sein Ziel erreicht, muss er coachable sein. Er muss es wollen. Es muss von ihm auskommen. Er muss zu mir sagen, Diana, ich brauche deine Hilfe. Lass uns gemeinsam dieses Ziel erreichen. Dritter und allerwichtigster Punkt ist, du hast die Lösung, den Schlüssel schon in der Hand, weil du dich mit dem Thema Dynamik befasst. Also lass mich das ganz kurz nochmal erklären. Du setzt eine Ursache in einer Beziehung. Du, dein Gegenüber, dein Partner, deine Frau, dein Freund, wie auch immer, der reagiert darauf. Also das heißt, du setzt eine Ursache und die Wirkung zeigt sich im anderen. Jetzt, wenn du weißt, welche Ursache du setzen darfst, und das ist der ganze Inhalt der Dynamik, weißt du auch, wie der andere darauf reagiert. Es ist so einfach. Das heißt, sobald du das Wissen hast über die Dynamik zwischen Mann und Frau, weißt du auch, welche Ursache du setzen darfst. Und das ist keine Manipulation. Das kommt aus dir heraus, weil es deine Natur ist, weil es dein Kern ist. Und dann weißt du auch, aha, jetzt reagiert mein Gegenüber ja so, wie ich es möchte. So sieht's aus. Also du hast es in der Hand. Wenn du noch mehr wissen möchtest über geheilte Männlichkeit, geheilte Weiblichkeit, männliches Selbstbewusstsein, wie du als Frau in deine weibliche Kraft kommst, dann komm in meine private Telegram-Gruppe, finde die Liebe in dir, 30 Tage, 30 Schritte. Die Teilnahme ist gratis. Wenn du in meiner Bio auf den Link klickst, da deinen Namen, deine E-Mail-Adresse eingibst, dann bekommst du von mir eine Benachrichtigung mit dem Link zu meiner privaten Telegram-Gruppe.